Wir sind mittendrin in der geilsten Phase des Jahres und schauen gemeinsam mit der Allianz nochmal zurück auf die Top 10 der vergangenen drei Halbfinalpartien. Wir starten unsere Reise diese Woche am Bodensee, wo die Devise lautete Brown, Brown und einfach nochmal André Brown, wahnsinnige Leistung vom Kanadier. Wir drehen die Uhr einmal zurück, springen zu Spiel Nummer 3 zwischen der SVG und dem VfB mit einem Ballwechsel aus der Kategorie Wild. Vincic für Superluck über Kopf, nicht ganz on point, aber ganz am Ende steht eben halt so wie immer der Häfler-Block. Spiel Nummer 3 in dieser Woche lief in der Schmelinghalle. Berlin zieht ins Finale ein, auch weil Schott die Defense spielt, Sato den Ball irgendwie am Leben hält und Tim Karl dann den Abschluss trifft. Und wenn wir in den letzten Wochen eines in dieser Top 10 gelernt haben, dann dass One-Handed-Pässe auf die 7 gehören. So, und jetzt wird eingetaucht in die Kategorie Highlighted, dreimal in Folge, quasi ein ähnlicher Schlag, und wir fangen an mit Luigi Vicentin. Selbes Spiel, andere Seite und anderer Satz, auch Jordan Evert mit dem Highlight-Abschuss auf die 3-Meter-Linie. Mit der Antwort. Cool, schön in den 3-Meter-Raum reingekrabbelt. Aber da sieht man jetzt auch schon, wenn der VfB nur Mühe nachlässt. Ja. Und auf der 4 der Newcomer für die SVG, Jan Böhme durfte ran über die Diagonalposition und lieferte den quasi perfekten Schlag ab. Einmal vor die Füße von Marc Labadieu. Sprung aufs Treppchen mit dem ersten und leider auch einzigen Clip aus der Konferenz, weil, kleiner Front an euch Chat, bodenlos geklippt worden ist. Aber der hat's dann auch direkt mal in sich. Ronkain mit der Date-Sicherung, Sato hält den Ball irgendwie am Leben. Und am Ende sind's die Blockhände von Marek Schottola, der mal wieder in einer perversen Höhe unterwegs ist zum 9-15. Oh. Ey, er ist der Kondor. Auf der 2 nochmal zurück an den Bodensee. Vincic one-handed auf Nedeljkovic und der packt den auf die 3-Meter-Linie. Und der Abschluss dieser Top 10 fasst, glaube ich, auch die Halbfinalserie zwischen der SVG und dem VfB perfekt zusammen. Es war viel drin, viel los und hat unfassbar viel Spaß gemacht. Das ist ein geiler Ballwechsel, komm, jetzt sauberer Pass. Luigi clever auf die Finger zu sichern. Ja, Brown hat den und jetzt darf Luigi noch mal. Finger. Ah, perfekt. Der ist zu dicht. Wow. So, das war's jetzt also mit diesem Video und auch mit den beiden Halbfinalserien. Das Finalspiel Nummer 1 steigt am 1. Mai in Berlin und bis dahin habt ihr ja noch ein bisschen Zeit, euch hier auf der Endcard auszutoben.